Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema Dunst entfernen oder auch Dehaze. Ja, ihr seht schon, ich habe Photoshop wieder mit einer RAW-Datei geöffnet und dadurch öffnet sich Camera RAW automatisch. Und ich möchte euch heute anhand dieses Bildes mal zeigen, wie man den Dehaze oder den Dunst entfernen Regler schön anwenden kann. Ja, zuerst einmal dieser Regel Dunst entfernen, der versteckt sich hier ein bisschen in der Einstellungspalette Effekte, finden wir ihn Dunst entfernen und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was passiert, wenn ich diesen Regler anwende, denn guckt gerade mal in den Hintergrund, dieser Dunst, dieser Nebel, der da im Hintergrund ist, der wird komplett von Photoshop entfernt. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ich denke mal, das Bild ist an sich etwas blaustichig, ich werde es von der Farbtemperatur noch etwas aufhellen, ja, so vielleicht auf ungefähr 5600, das sieht schon sehr gut aus. Ich kann insgesamt noch ein bisschen Kontrast hinzugeben. So gefällt mir das schon ganz gut. Die Tiefen werde ich noch etwas aufhellen und die Lichter etwas abdunkeln. Einfach um das ein wenig mehr auszubalancieren. Ja, in nur wenigen Sekunden haben wir es jetzt geschafft aus einem wirklich langweiligen Bild. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Vorheransicht. So sah das Bild vorher aus. In wenigen Momenten haben wir es geschafft, aus diesem Bild das hier zu machen. Und hiermit kann man wirklich sehr viel schöner weiterarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Vorschläge habt, postet sie unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.